Hallo, in der letzten Folge. Kommt irgendwie doof, wenn ich alleine bin. Na gut. Also letzte Folge war es so, dass Jojo sich mit der Hilfe der Magie und der Power of Friendship to the Birds towards the Birds? Ja, fuck it. Auf jeden Fall, ne? Hier gefiederter Freund auf der Stange. Dadurch haben sie quasi eine arme Frau ausfindig gemacht, die Kaban dann behandeln konnte, wie ein wahrer Ork Frauen zu behandeln weiß. Und genau, dann war es das im Wesentlichen, ne? Ich glaube, der Rest müsste jetzt in der Folge kommen. Ich habe einen sehr guten Überblick, wie immer. Also, ich bin ja froh, dass ich überhaupt die Folge jetzt noch rechtzeitig rauskriege. Deswegen ist es alles okay. Ansonsten gibt's nicht viel zu sagen. Viel Spaß und bleibe geil. Also, was macht er so? Also natürlich werdet ihr noch vielleicht, wenn ihr nicht seid, dem Typ nochmal ein Zwanni da lassen, weil es ja doch ein bisschen lauter war und die innere Wand jetzt ein bisschen ausgedellt werden muss. Das ist schon ja, klar. Der hat, ich finde das auch nicht schlimm. Nee, die musst du dir nicht abstreichen. Ich meine, der weiß ja, wie es ist. Manchmal, da sind sie störrisch. Ja, da sind sie einfach störrisch. Da die muss man einfach... Fakten fotzen. Ja, ich denke mal, es geht eher daran, jetzt einen Hacker zu besorgen. Sie. Das kann man vielleicht, muss man wahrscheinlich eher am nächsten Tag tun. Man muss den Johansson jetzt nicht mitten in der Nacht stören. Das ist ja schon ein bisschen später. Wieso ist es mitten in der Nacht? Es ist jetzt also, so 19, 20 Uhr, dachte ich. Hä, es war doch schon... Hä, bin ich jetzt zeitlich... Ja, ihr habt ja am Tag auf die gewartet. Ach so. Und dann kamen die abends von Arbeit und so lange hat es nicht gedauert. Und letztes Mal hat er sich mit euch 1 Uhr getroffen, also... Na gut. Kaban, du kannst ja jetzt mal überlegen, wie viel und wie wir das mit dem Hacker machen, denn ich habe langsam niemanden mehr, auf den ich noch zurückgreifen kann. Ich auch nicht. Und wir könnten den Johansson fragen, ob der einen Hacker für uns hat. Du könntest... Nee, Fedor wird nichts wissen. Der wusste auch schon letztes Mal nichts. Der könnte vielleicht noch einen Hacker haben, aber es ist die Frage, ob du das willst. Mir ist das Wurst, wo du den Hacker herholst, aber ich habe echt langsam keinen mehr, auf den ich noch zurückgreifen kann. Ja, mir fällt auch gerade so ohne weiteres keiner ein. Wie gesagt, außer dem Johansson, der uns gegebenenfalls vielleicht einen besorgen kann. Genau. Na, der Johansson wäre eigentlich eine gute Idee. Den einfach mal anderen fragen, ob der jemanden kennt, der jemanden kennt. Ansonsten könnte ich auch vielleicht meinen Doc fragen, ob der jemanden kennt, der jemanden kennt, der sich damit auskennt. Und die lassen sich ja auch öfter mal sowas einbauen. Aber verraten einen Doc seine Klienten? Er kann ja meine Nummer denen geben und die können sich melden, wenn sie Lust haben. Das ist richtig. Ich rufe mal den Doc an. Leider ist meine Praxis geschlossen und ich kann keine kleinen Mädchen mit akuten Stichverletzungen aufnehmen, an denen die ganze Sippschaft hängt, die mir einen Laden auseinanderreißt. Bitte melde dich. Nee, ich hab was anderes vor. Ich hab was anderes vor. Achso, okay. Und Beep. Aber, ich suche jemanden, der sich mit der Matrix auskennt. Ich habe mir gedacht, vielleicht kennst du jemanden kennt, der sich mal was eingebauen lassen hat, der ja eine coole Sau ist, jetzt in der Matrix. Und so. Ja, ich kenne so Typen, die sowas machen. Siehst du? Ich bräuchte da mal jemanden, der vielleicht was für mich macht. Na, so. Wie
Also ich meine, so gut kenne ich ihn nicht, aber von dem, was ich für einen Eindruck habe, wie kompetent. Ja, genau. Das ist so die Frage. Wie kompetent ist er? Ich kenne mehrere. Ich frage deswegen, wie kompetent. Umso kompetenter, umso besser. Es sollte nur in einer gewissen Preisklasse bleiben. Merkst du was? Was für Praktiken hast du denn denn? Die Ich habe denn? keine Ahnung, was sie verlangen, aber ich habe welche, wo ich denke, die können mehr und ich habe welche, wo ich denke, die können weniger. Dann hätte ich gern den, wo du denkst, dass der mehr kann. Na, siehst du. Mehr ist besser als weniger, weißt Das ist so, ich bin mir nicht mehr sicher, ob das noch so ist. Na so. gut, warte. Wo ist was? Was soll ich dem sagen? Sollst du mir Ich einfach sagen. kenne einen, der hat einen Job für dich. Das ist ein cooler Dude. So ungefähr, genau. Und dann gibst du mir einfach meine Nummer. Von meinem Handy hier, von dem da. Da wird er dann auf jeden Fall nicht anrufen. Da müsste ich dem bestimmt schon ein bisschen mehr sagen. Ja, es geht darum, dass ich muss halt jemanden finden. Und ich habe hier Comlink-Nummern, wahrscheinlich von Einweg-Comlinks. Und halt einen Namen, aber ich muss halt, ja, die Matrix durchsuchen und ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert, Okay. das alles. Na, das reicht doch. Ich gebe dir einfach die Nummer und wenn sich jemand meldet, dann meldet sich jemand. Top, danke. Was kriegst du Okay. dafür? Naja, geh ne Gang mehr an meiner Hütte. Ja, das kann ich vielleicht einrichten. Nee, 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 das richtest du ein. Okay. Schön, gut. Ich Dann bin rede ich ja mal schon mit Jojo. zufrieden. Also, ne? Ich leg dann auf, Jojo, seid ihr eigentlich immer noch bei dem im Laden? Was? Nein. Gut. Ja, er sagte gerade, keine Gang mehr beim Laden. Das wäre so das, was er gerne hätte. Der soll sich nicht so anstellen, er hat genug Kohle dafür gekriegt. Der soll sich nicht so anstellen. Sag mal, du kennst doch deinen Bruder, ne? Ja, okay. So, danke Davon hat schön. sie doch nichts Aber ich mitgekriegt. denke, sie kann es sich lebhaft vorstellen. Ja, aber sie hat von dieser ganzen Nummer überhaupt nichts mitbekommen. Da war sie Ja, quasi halbtot. aber da gibt's doch Sprichworte jetzt, die neu geschaffen wurden, wie zum Beispiel: Junge, der verhält sich ja hier wie Vlad beim Doc oder sowas. Sehr geil. Da wird ja der Vlad am Krankenbett verrückt oder irgend so eine Scheiße, weißt du? Oh Mann. IoT. Also, ihr wartet ein bisschen. Dann irgendwann, Rabappels. Jo. Ich höre. Oh, eine nette Frauenstimme. Bringst mich völlig aus dem Konzept. Ich hatte hier ein paar Nummern und ich muss wissen, ich weiß, wem sie gehören, aber ich muss wissen, wo die Person ist, damit ich mit ihr reden Okay, kann. ist das irgendeine persönliche Scheiße? Ich habe nämlich kein Interesse generell an persönlicher Scheiße. Das ist keine persönliche Scheiße, in die du reingezogen wirst. Das habe ich nicht gefragt. Persönliche Scheiße gerät immer außer Kontrolle. Und ich habe eigentlich keinen Bock, sowas mitzumachen. Weil ich immer sehe, wie das abläuft. Also ist das persönliche Scheiße oder nicht? Nein. Okay. Gut, also du hast Nummern und du willst wissen, du weißt, wer von wem die Nummern sind, aber du weißt nicht, wo er ist. Genau. Okay. Gib mal die Nummern. Ich übermittle ihr die Nummern. Und wer ist das? Er nennt sich Dr. Phil. Schon mal gehört? Kann sein. Den möchte ich gerne finden. Okay, ich guck, was ich machen kann. Pro Nummer, die ich untersuche, 300 Yen, wenn das ein Proxy ist, 400. Und am Ende kriegst du einen Gesamtpreis. Ich habe ihr 11 Nummern gegeben, oder? Habe ich vorhin eine Zahl genannt? Nö. Okay. Ich Wie? dachte ja so an 6, 7. 5 ist eine schöne Zahl, wir nehmen 5. 5 ist eine schöne Zahl, ja, 5 ist eine gute Zahl. OT setzt ihr ein Max-Limit.
Ja. Macht man dafür so Max Limit? Es kommt darauf an, wie viel du ausgeben willst. Am besten gar nichts. Ja, okay, aber maximal null Nummern, okay? Ja, Nee. ich meine, du willst maximal, du zahlst nicht mehr als Maximum, was weiß ich, 2K, 3K, 5K, wie auch immer, weißt du, sowas in der Art. Weil ansonsten macht sie weiter und macht weiter, weil hier Proxy und dann verfolgt sie den Proxy und verfolgt den Proxy und verfolgt den Proxy, darum geht's. Ja. Wäre aber nett, wenn du es bei 2000 kappst. Ja. Ich gehe dem Proxy sowieso nicht nach, sondern ich sage dir erstmal, dass es ein Proxy ist, ne? Dementsprechend ist 2000 das natürliche Maximum. Na, das geht ja. Piep. Kleiner dreckiger Lügner. Sicher, die hätte einfach nicht mitgemacht. Ja gut, aber Dr. Phil ist ja auch nicht diejenige, an die du wirklich ran willst, also Nee, die insofern. ganze Sache ist bisher relativ wenig persönlich, so wie Kaban durch die Straßen Ja, zieht. okay. Komplett gar nicht persönlich. Nö, nö. Der grunzt und nimmt seine Hauer und spießt die Leute auf. Der macht den Zwerg im Hobbit. Ich sag mal so, es steht halt Vendetta auf dem Charakterblatt. Das ist nicht persönlich. Das hat gar nichts mit der Person zu tun, die da vor meiner Flinte liegt. Das Schöne ist, er hat noch nie so einen Söldner gesehen. Was denkst du, was passiert? Der reißt ihm den Kopf ab, steigt damit, nimmt den in den Mund, so an den Haaren, rennt auf allen Vieren aufs nächstgelegene Dach, nimmt den dann in die Hand und schreit: Vendetta! Genau. Sehr schön. Nein, dann werde ich böse. Denn was? Dann werde ich böse. Dann Ach wirst so, du dich ja. vermutlich erstmal zurückhalten müssen, weil die dir den Arsch aufreißen werden. Weil die Vermutlich. wahrscheinlich genauso gut sind wie du. Besser wahrscheinlich. Naja. Oder zumindest ähnlich gut. Naja, das ist ja schön. Der Ork auf dem Dach war auch stärker als Kaba. Ja, Es geht okay. nicht darum, wie gut man ist. Es geht darum, Wie gut man ob er würfelt würfelt. wie immer oder. Würfelt Ja. wie Kaban. Ja. Oder ob er würfelt wie Jojo. Ja. Ob er die Jojo macht oder Ja, nicht. wenn er würfeln würde wie Jojo, dann könnte ich halt irgendwie so eine Fußhupe nehmen und ihm einmal gegen das Bein rennen lassen, dann ist er tot. Na, weißt du, das Angenehme daran ist, dass Jojo jetzt, wenn solange Danny würfelt, tatsächlich mal was kann. Ja, ich finde das eigentlich Das, auch ganz okay. ich finde das so unglaublich, wie groß dieser Unterschied einfach ist. Es ist tatsächlich immer wieder für mich überraschend, aber es ist okay. Es ist merkbar, es ist einfach merkbar. Es ist unglaublich. Also, Jojo kann wirklich mal was, das ist Du so sollst ja schön. auch nicht jeden Tag an irgendwelche Kirchen pissen, ich sag dir das ständig. Naja, aber ich mag dieses Lüftchen. Plätschergeräusch? Ich Die mag haben so ein dieses. großes Portal, Junge. Ich Das mag plätschert so dieses. schön in der Kirche. Ja. Es riecht immer so. Es Und wenn riecht du nicht so wie schön auf auf dem den. Klo, weißt Und ich du? meine, die Weihrauchschüssel steht da nicht umsonst. Der Idiotie. Altar ist immer so angenehm kühl am Hintern. Easy. Wollten wir nicht noch irgendwann unsere ganzen Thesen an irgendeine Kirche in Wittenberg schlagen? Wir Scheiße, müssen ja, aber wir dafür wollten noch jemanden nach finden, der auf Wittenberg. dem wir das, die Thesen tätowieren können und damit wir die Thesen daran schlagen können. Jetzt übertreibst du mal wieder. Jetzt bist du Wozu? einfach. Easy. So. Wir können sie auf Wieso? den Laptop schreiben und den Laptop dran nageln. Alles Bitte. klar, wir nehmen deinen Laptop. Wir tätowieren dem Naja. Typen das einfach auf den Rücken und nageln ihn an die Wand. Ich finde, das ist völlig in Ordnung. Boah, festgenagelt! So, Entschuldigung. Ich ärgere Vielleicht. mich immer noch so sehr, dass der Typ im Gefängnis nicht gesagt hat: Ich will deine Nutte nicht, aber du hast einen süßen Hintern, dass mir das einfach nicht eingefallen ist. Ich schäme mich so sehr. Das solltest du auch. Ja. So. Cutie. Ich denke mal, irgendwann wird Jojo auch mal nochmal kurz nach Hause fahren. Easy. Schön schlafen gehen. Ja. Das wird wieder richtig toll. Und ja, keine Ahnung, wie lange das jetzt alles dauert. Eben, ich habe auch keine Ahnung. Naja. Dann ab nach Hause, würde ich sagen.
IoT. Wie er einfach mal 1000 mal 7 Würfel würfelt. Hehehehehe. Fährst nach Hause, nach ein paar Stunden klingelt dein... Achso, ja, du gehst ja wieder einfach nicht ran. Ja, ich geh ran. So. Hallo. Du wirst vermutlich an... Also ich meine, ich kann dir sagen, wo das ist, aber ich weiß nicht, ob dir das was bringt. Ich sag das nur schon mal vorher. Ich bekomme dann bitte erstmal, lass mich das kurz nachsehen. 1700 Nuyen. Okay. Wohin? Sie schickt dir da eine Kontonummer. Das ist ein Treuhandkonto. Jupp. So, dann gibt sie dir eine Adresse. Das ist... Soweit hatte ich natürlich schon vorgedacht und versuche jetzt nicht einfach nur irgendwas zu sagen, um Zeit zu überbrücken, denn das wäre ziemlich armselig. Das hört man bei dir immer. Echt richtig, richtig, richtig scheiße. Junge, Junge, Junge. Easy. Nee, ich kann dir ja einfach sagen, weil ich es weiß, das ist im Universitätsgebiet. Was? Ja. Und zwar nicht im Universitätsgebiet, sondern es ist selbstverständlich in dem Aztec-Universitätsgebiet. Aztec-Universitätsgebiet. Na, du hast doch noch einen Gefallen offen bei dem Typen. Bei dem Johnson. Ja, hab ich. Okay, hab ich da eine komplette Adresse oder hab ich da einen Namen? Ja, du hast da eine komplette Adresse mit Zimmernummer. Das Ding ist, du kriegst natürlich keinen Plan, wo genau das Zimmer ist und einen Namen hast du nicht. Okay, dankeschön. Kann ich dich bei Gelegenheit, wir brauchen hin wieder mal einen, jemanden, der für uns was sucht. Kann ich dich dann wieder anrufen? Wenn es keine persönliche Scheiße ist. Super. Sie hinterlässt eine Nummer. Top. Wie darf ich dich denn nennen? Musst du doch nicht. Willst du vor deinen Freunden mit mir angeben? Nein, aber... Dann brauchst du keinen Namen. Weil sie so eine erotische Stimme hat. Entschuldige bitte, ich bin krank und das ist auch nicht leicht für mich. Ich kann halt nicht so männlich sein wie du. Jetzt lass mich da auch mal in Ruhe damit. Ich meine nur, es ist immer so, ey, du ist immer so, ne? Habe ich kein Problem mit. Ich kann okay, dir verzeihen, dass du dann unhöflich bist und meinen Namen nicht nennst. Okay, hey du, ist kein Problem. Piep. Nennen sie doch einfach Schnidde, aber dann bitte mit Doppel-D. Nee, ich habe mir jetzt hey du aufgeschrieben. Das klingt vernünftig. Deswegen habe ich mich auch gerade, ne, ist okay. Aber hey, dann schreib vielleicht dazu, dass es eine Hackerin ist. Ja, das schreibe ich ja sowieso immer in Klammern dahinter. Und schreibe hin, keine persönliche Scheiße. Du Lüchner. Jo, habe ich mir aufgeschrieben. Hey, du bist ein Hacker. Gut gemacht. Ja, hab ich. Kann schreiben. Nee. I'm so good. Englisch kann er auch noch. Junge, Junge, Junge. A little bit. Er rastet aus. Sie. Fliegen. Genau das. Ohne Cerveza Papa. Bildungsauftrag für heute erledigt. Nein, Verzeihung. Das war Spanisch. Das war scheiße. Das war armselig. Stimmt. Das war der Spielleiter. Bei wem? Kaba. Jo. Ich hab da gerade noch was gefunden. Und, oh, danke. Und das wäre? Danke. Na, wir müssten vielleicht erstmal darüber reden, was sich das kostet. Wenn du mir sagst, was das grob ist. Das ist ein... jemand, der in einem ähnlichen Geschäftsfeld sich befindet, aber
der quasi in Wettbewerb steht. In einem wenig freundlichen Wettbewerb mit dem Herrn Doktor. Mit Adresse. Also ein Konkurrent, sag's doch einfach. Ich dachte, das habe ich gerade umschrieben. Ja, ja, ich bin ein Freund klarer Worte. Ich nicht. Also. Ach so. 800 Nuyen? Das klingt vernünftig. Du hast Namen, Adresse, Telefonnummer von ihm? Telefonnummer nicht. Aber es ist ein öffentliches Geschäft, also. In welcher Gegend kann ich da einfach so vorbeigehen? Es kommt drauf an, wie fein deine Klamotten sind. Wie fein ist die Gesellschaft? Sehr fein. Dann wäre ein für 800 eine Telefonnummer ganz praktisch. Na, die Telefonnummer, sobald du den Namen hast, hast du die Telefonnummer des Geschäfts. Nicht wahr? Gibt es irgendwie ein Codewort, was ich melden muss, wenn ich da anrufe? Keine Ahnung. Selbes Konto. Gott, die macht mich arm. Dankeschön. Gern geschehen. Piep. Hat sie mir ja auch hoffentlich die Sachen gegeben. Ja. Super. Also, mein, warte. Du sollst warten. Nicht so ungeduldig, meiner. Versuchst du dann ja, Zeit zu schinden. Warte halt schneller. Mascha? Dvodka. Hat also in, geiler Stift. Hat also in Donskoy, in dem Künstlergebiet, aber ein bisschen weiter weg von dort, wo er einbracht, nämlich in dem gehobenen B-Gebiet, eine Musikschule für junge Talente, die dem Singen nicht abgeneigt sind, aber auch anderen musizieren, wird dort quasi gefreut. Sie ist aber die Chefin quasi. Das ist eine Trollin, die hätte Opernsängerin werden können, wenn die Welt nicht aus dreckigen Rassisten bestehen würde. Niemand mag Rassisten. Denn die hat ja einfach einen Resonanzkörper, ne? Der ist ja groß. Das ist wohl richtig. Okay, sehr gut, danke. Name. Bitte? Willst du den Namen mal hingeschrieben haben? Nee, ich hab, ich notiere mir auch gerade erst, was ich über den Dr. Phil rausfinde. Okay, danke schön. Das ist halt quasi da, wo wir unsere Filmstudios hatten. Dann ist ja. Naja, noch ein Stück weiter. Dann kann ich da quasi hinlaufen. Ja, ist ein B-Plus-Gebiet, ne? Da kann ich also nicht hinlaufen. Du kannst also mit einem Taser hinlaufen und deinem Action Your Business Clove und deinen besten Manieren. Das hat ja letztes Mal schon hervorragend funktioniert. Ich will singen! Nein, ich suche jemanden, der singt. Der war nicht schlecht. Du kannst die Melodie vom Pitch and Shaman singen. Nein, man geht da einfach hin und fragt halt nach jemandem, der singen kann. Und dann fragt sie halt, na, was soll die denn singen? Und dann sagt man halt quasi so, ja, ich muss wissen, wo ich Dr. Phil finde. Kennst du das Lied? Über den Dr. Phil. Quasi.
Es ist keine Schande, Jojo mitzunehmen. vielleicht ist sie vielleicht noch ein bisschen bessere Face. Ich meine, die kennt sich, ich meine, guck mal, die ist ja von Adligem geblüht. Die ist nicht adelig. Adligen geblüht. Das aber ist halt sicher im Bereich Opern. Geldadel halt. So. Gott, leider Gottes, ja. Lieber als sie, besser als sie wollte. Nicht nur Geldadel, das ist tatsächlich, also ich meine, wenn man Adel jetzt mal nicht nur geblütstechnisch betrachtet, sondern vom Einfluss und vom Stand und vom gesellschaftlichen Ansehen ist ihre Familie, betrachtet sich zumindest selbst so und wird von vielen Lohnsklaven so betrachtet, jedenfalls von den eigenen. Die kleine Zarenschlampe. Tja. Dann musste sich ja wieder ihre Haare schick machen. Yep. Ein feiner Dutt wäre angemessen, so ein richtiger, weißt du, an dem man ein bisschen länger sitzt. Ja, du meinst so jemand, so einer mit glatten Haaren. Zum Beispiel. Dann wird sie ja schon wieder ihre Dreads los. Na gut, man muss Opfer bringen. Sie muss nur rechtzeitig wissen. Du musst sie natürlich nicht mitnehmen, aber dann vielleicht nicht so, wie du es mir gerade beschrieben hast. Das ist ja nicht schlimm, sie muss es nur wissen vorher rechtzeitig. Ja, aber ich frag will sie mir halt und, okay. Ja, ob sie mitkommen möchte. Wann fragst du sie? Rufst du sie noch nachts an? Nein, nächsten Morgen. Es ist ja auch nicht so spät. Wäre auch nicht schlimm gewesen. Da wir sowieso alle nicht schlafen können. Es hieß ein paar Stunden später und es war 21 Uhr, deswegen, Achso, dann ist ja doch schon spät. Du rufst sie halt irgendwann an, ich habe jetzt einfach schon einen Tag im Kalender übersprungen, easy. Läuft bei uns. Yep. Mahlzeit. Morgen. Ich habe Informationen gekriegt. Und zwar zwei verschiedene Adressen. Und zwar Dinge, die du bestimmt nicht unbedingt am Telefon besprechen willst. Ja, genau. Deswegen treffen wir uns zum Frühstück. Ja, von mir aus. Sehr gut. Bei dir, bei mir, zwischendurch. Egal. Dann bei dir. Okay. Ja, ich bin in einer halben Stunde da, denke ich. Ja, dann mache ich mich dann auch auf den Weg zu ihr. Ich bringe quasi Gebäck mit. Also sprich hier Brötchen und süße Brötchen quasi, so diese Milchbrötchen, die halt süßer sind. So. Yay. Cooler Typ. Zum Frühstück halt. Yay. Ja, ja. Easy. Mahlzeit. Hey. Achso, er wird wahrscheinlich problemlos durchgelassen, oder? Ja, ja. Sagt Bescheid, dass er kommt, dann sollte das kein Problem sein. Du siehst scheiße aus. Danke, du auch. Ja, aber bei mir ist es normal. Du siehst normalerweise immer fit aus. Ah, scheiße. Sie geht kurz ins Badezimmer, einmal refresh und ab dafür. Kannst du mal aufhören, mit diesem Zauber rumzufuchteln, nee. Junge? Du hast gesagt, Fluffzauber ist okay und du fandst das sie witzig. Sieht aus wie aus einem Ei gepellt. So, besser? Oh, definitiv. Du musst mir irgendwann mal zeigen, wie du das machst. Ich glaube, das lernst du nicht. Ja, das ist durchaus wahrscheinlich. Also, ich habe zwei Nummern gekriegt. Einmal von, beziehungsweise keine Nummern, aber die Adresse von einmal von dem Dr. Phil selber. Die ist etwas schwierig zu erreichen. Ich schicke ihr die Nummer, also die Adresse. Oh, scheiße. Richtig. Da dachte ich natürlich an unseren guten alten Freund und seine Gefallen. Das wäre eine Möglichkeit, da ranzukommen, vielleicht. Die andere Geschichte ist, ich habe einen direkten Mitbewerber ausfindig machen dürfen. Mitbewerber, was? Mitbewerber. Konkurrenz. Von Dr. Phil. Genau. Alles klar. Die unliebsame Konkurrenz. Alles klar. Genau, das ist. Du meinst die Konkurrenz, mit der man sich dann mal kurz zusammentut?
Genau. Und die möglicherweise auch ein Interesse daran hat. Genau. Ich verstehe. Und, Bist du sicher, dass das stimmt? nee. Aber sie sagte das. Wer? Hey, du. Wer ist das? Die Hackerin. Ah. Sie hat gesagt, sie soll dich Hey, du nennen. Also Sie, sie. du sollst. Hä? Ach so. Seltsame Jetzt Frau. hier. Ja, also Okay. die Person sitzt dort in einem Gesangsladen. Oh, ernsthaft, müssen wir da echt hin? Ich befürchte ja, und ich habe, du kennst dich diesen Gefilden besser aus als ich, muss ich gestehen. Ja, Na, sorry. musste mir eine Woche Zeit geben. Eine Woche. Naja, ungefähr nicht ganz. Ein paar Tage reichen. Ernsthaft? Naja, glaubst du, ich kann da mit Reds antanzen? Reds sind modern. Theoretisch ja, es ist in der Gegend noch okay, weil so ein paar Yuppie-Hippie reiche Kinder machen das auch. Das ist noch okay. Du fällst damit Achso. nicht Todesberserker-mäßig auf, wenn der Rest stimmt. Okay, nee, dann muss sie nur die farbigen. Okay, dann streich das. Auch farbige Strähnchen sind noch okay. Ich meine, du bist ja super jung. Du bist ja noch Ja. nicht, also du bist geschäftsfähig, aber du weißt, was ich meine, ne? Ja. Ah, da muss ich wieder die schicken Sachen rausholen, ne? Ich denke, dass wir das tun müssen, ja. Ja. Ich werde auch den Anzug, ich habe auch den Anzug im Auto schon hängen. Pff, du willst ja jetzt hin. Ja, demnächst halt. Ich dachte mir, ich bringe den Anzug einfach direkt mit. Dachte mir so, vielleicht fahren wir da jetzt Du, hin. ich muss erstmal nochmal, weil ich nämlich die Sachen von damals, das waren nicht meine. Ich müsste mir wahrscheinlich mal ein paar anständige Sachen holen und dann können wir das machen. Aber wobei, ich müsste noch welche haben. Ach stimmt, du hast ja den Action hier Business Suit verkauft. Ja, aber ich hatte was anderes, glaube ich. Hatte ich doch nicht, schade. Na, was hattest denn du an bei dem Job? Das waren Sachen, die hatten wir von Billys Tante. Oh, du hattest die von Sanja. Ja. Tja, gefickt. Naja, Julio kann sich ja Sachen kaufen, so ist es ja nicht, muss sie sowieso mal machen. Ja, dann bezahl einmal für immer und der Preis, denke ich, den wirst du schon angemessen festsetzen. Einmal für immer. Naja, schreib's dir halt auf, meine ich. Oder willst du dir Schicke da was irgendwo Klamotten. her was leihen? Ja. Nee, ich kann einmal. Reicht's, wenn ich einen Tausender bezahle? Ja? Was stellst du dir denn vor? Na, es kommt drauf an. Also selbst in dem B-Plus-Gebiet, die werden die wahrscheinlich ja eigentlich nicht so viel für ihre Klamotten ausgeben. Naja, B plus geht an die 8K pro Monat raus, deswegen nicht zwingend nein. Ich will ja wissen, was es ist. Es reicht jetzt nicht für ein Abendkleid, aber du wirst auch kein Abendkleid anziehen. Das ist mir Nee, klar, nee, nee, deswegen nee, frage nee, ich, was nee, es sein soll. es geht nicht um Abendkleid. Na, es geht um. Oh Gott, es ist Sommer gerade, ne? Dann, es ist warm. Ja. Smogglockenwarm. Okay. Dann muss sie vermutlich vorher noch einmal eine Sache erledigen, die sie sowieso immer noch erledigen musste. Ich weiß, was du meinst. Und wenn das getan ist, dann muss es vermutlich ein dann muss es vermutlich ein Sommerkleid oder irgendwie sowas werden. Irgendwie ein schickes Sommerkleid, ein paar Schuhe dazu und was halt irgendwie auch noch so geht, dass es in den Stil passt, wenn sie sich jetzt quasi, wenn sie jetzt einfach so dahin rennt, wie sie ist. Wenn du verstehst, was ich meine. Ja. Ich glaube, für einen Tausender kriegst du zwei Sätze Freizeitklamotten für die gute Mittelschicht. Okay, dann wird's einmal sowas und dann wird's der zweite Satz wird vermutlich dann eher was, was sie auch mal im Winter anziehen kann. Also irgendwie eine Hose und Ja. eine, was weiß ich, eine Bluse und ein Blazer Ja. oder so ein Scheiß Das halt. ist bei mir natürlich jetzt auch mit inklusive Accessoires, ne? Also irgendwelche Ja. Comic-Ummantelungen, irgendwelcher Schmuckscheiß und so. Hängst du das dann eigentlich auch in eurem Gemeinschaftsdings auf? Ja, ne? Ja.
Das kommt dahin, ich muss es mir nur jetzt mal aufschreiben. Alles safe. Reicht, wenn du einmal Freizeit, Winter und Sommergarnitur hinschreibst, ne? Das ist ja jetzt völlig irrelevant, was. Ich finde das eigentlich Was total witzig, alle reicht da Shadowrunner. wirklich gehobenes B-Gebiet, wenn ich das da hinschreibe? Ja. Alle Ich finde Shadowrunner? das voll witzig, alle Shadowrunner, Männer zumindest, wenn die mal in B-Gebiet oder was Besseres müssen, gehen die immer im Actional Business Clove. Was halt voll dumm ist, wenn du zum Beispiel, du hast ja nicht immer Geschäftskleidung an. Du gehst zum Beispiel in so eine Musikschule, gehst halt einfach nicht in Geschäftskleidung, aber die müssen, weil sie nichts anderes haben und weil sie geizig sind, immer das anhaben. Ich habe mit sehr vielen meiner Shadowrunner sogar sehr viele Klamotten. Bitte nochmal. Ich habe mit sehr vielen meiner Shadowrun-Leuten eigentlich sogar sehr viele Klamotten, aber zu Gaban passt das einfach nicht, dass er sowas sich darüber Gedanken macht. Ja, also ich meine, es gibt natürlich immer Ausnahmen, die einigermaßen cool sind, aber die meisten, die sagen dann, Actual Business Club, Junge. Ja, klar. Also, einer Aber stell meiner dir mal vor, Charaktere immer hat wenn sogar du, Frauenkleider. stell dir mal vor, immer wenn du in irgendein Gebiet gehst, was ein bisschen über deiner Einkommensschicht liegt, müsstest du einen Anzug anhaben. Einen Geschäftsanzug. Natürlich. Ergibt doch Furchtbar. voll Sinn. Ja, da hast du recht. Jojo wird das sogar noch so wählen, dass sie gegebenenfalls, wenn sie sich so einen Blazer anziehen muss, dass sie den sogar über das Sommerkleid anziehen könnte, wenn es sein muss. Dass sie das kombinieren kann. Ah, das meinst du. Ja, Ja. ja. Wenn es dann Meinetwegen. doch etwas mal etwas geschäftsmäßiger sein müsste. Ja, Easy. na klar. Easy. Oh Gott, das arme Mädchen. Ja, dann, so, du willst doch heute hin, alles klar. Können wir das morgen Ja, machen? wir können es Geht auch das? morgen machen, Reicht klar. das? Ja, also Okay. ich wollte es halt relativ zeitig. Ja, nee, klar, aber es wäre super, wenn wir das morgen machen könnten. Ich muss heute noch ein paar Sachen erledigen, wenn wir da morgen hin müssen. Klar, dann wann wollen wir uns morgen treffen? Wann willst du nur dahin? Wann hat denn das Ding offen? Ich schaue mal kurz auf der Webseite nach den Öffnungszeiten. Wir sollten vielleicht auch irgendwann dahin, wenn sie nicht gerade Musikstunde hat. Na, Guter das Plan. Naja, Ding hat offen, solange da Musikstunden sind. dann vielleicht gegen Ende, dass wir hinterher mal mit ihr reden können oder so. Oder relativ früh morgens halt, ne? Jo, Freitag ist das morgen, da haben die natürlich nur bis 14 Uhr offen. Sehr schön, dann machen wir das halt so gegen, sind wir halt gegen. Nein, das ist Quatsch, ab 14 bis 18. Ja, 14 bis 18, dann würde ich sagen, sind wir um 18 Uhr da, also Na, so beziehungsweise 17:50 oder so. ja, irgendwie Viertel vor 6 oder sowas. Passt. Alles klar. Machen wir so. Holst du mich ab? Klar. Okay. Sins haben Dann. wir auch noch genug, ne? Ja. Unsere Sins passen dafür für den Gegend, oder? Was habt ihr? Ich glaube, nur Vierer sind's. Glaube auch. Ich sag mal, dann müsste ich tatsächlich mal würfeln, aber eigentlich dürfte es passen. Ja, Vierer sind. Euch wurde Dito. gesagt, das funktioniert noch. Aber das ist halt ungefähr dann die Grenze. Ja, okay. Gehe ich doch schön als Efremov da rein. Super Sache. Als Maya Belov. Maya, warum heißt dann die Sin von Delhi nicht Willi? Was habe ich getan? Mutti. Okay. Dann, ja, wird Jojo die Dinge noch erledigen, die sie noch zu erledigen hat, zum Beispiel sich diese Klamotten zuzulegen. Easy. Wird sich dann am nächsten Tag soweit fertig machen, kurz bevor Karman kommt, sagt ihm dann, er soll ihm noch eine Nachricht schreiben. Wenn Natürlich er da werden, ist. wenn du aus deinem Zimmer trittst, dann umgezogen. Eine Reihe Gänger in Reih und Glied an beiden Seiten soll mit quasi stehen und manche werden sich verbeugen und ihren imaginären Hut ziehen oder ihren richtigen, andere werden nur klatschen. Na dann. Ich werde sie quasi wie eine Dame an dem Arm herausführen. In ihr Schnäuel. Die Leute Natürlich. gucken dämlich. Hallo? Hey. Hast dich ja richtig schick gemacht für mich. Wahnsinn.
Ja. Darf ich dir die Tür aufhalten? Ich halte dir die Tür auf. Sag mal, und dann steigst du quasi mit ihr in dein Auto ein, ja? Sicher. Ich hoffe, Mit du der hast. Seilwinde auf dem Ich dachte, du hinten. warst so schlau und hast wenigstens mal ein Auto geliehen, Mann. Können wir damit nicht hinfahren? Kavan. Ich hab da nicht dran gedacht. Muss ich gestehen. Ich hab da wirklich nicht dran gedacht. Sorry. Na dann gehen wir jetzt ein Auto besorgen. Wir können auch mit Bus fahren. Oder Zug oder so, Willst du mich denn? verarschen? Okay, wir holen uns einen Bus. Ein Auto. Wo kriegen wir denn ein Auto her? Wo was hin von der offiziellen Autovermietung? Ich wollte schon sagen, was Autovermietung? Ja, dann order ich mir jetzt einen Sportwagen. Sportwagen? Nein. Jojo Was wird soll denn dir die einen Wagen. Angeberschelle jetzt bekommen? Nee, Ein Jojo wird dir Coupé? jetzt einen Wagen nennen. Das wird wahrscheinlich irgendwie, was weiß ich, so in der Klasse sein, die Billy hat, nur weniger auffällig. Sowas in der Art wird es sein. Einfach nur dezenter. Jo, da ich dir heute jeden Scheiß abgezogen habe, ist das jetzt mein Lebensstil. Sehr schön, danke. Irgendwie sowas. Ein silbernes, schwarzes, wie auch immer. Und keine Ahnung, das ist sogar egal. Die Farbe ist egal. Das Auto ist ja dezent. Aber es ist halt schick genug, aber nicht zu schick. Halt ein Sportcoupé. Nee, kein Sportcoupé. Boah, Mann, die darf ich. Angeberschelle. So. Wenn ich was richtig Angebermäßiges haben hätte, dann hätte ich jetzt einen Excelero, also einen Maybach Excelero Ach, du geholt. bist mit deinem Anzug, so, reicht schon. Nehmt also das Auto, das Jojo für dich bestimmt. Richtig. Ja. Du hast jetzt eine Frau zu Hause, die weniger bestimmt als die Frau am Arbeitsplatz. Die Welt Ja. ist kein guter Ort für einen Ork. Nee, Vielleicht definitiv solltest du nicht. einfach mit allen Frauen so umspringen wie mit der Dame im Hotelzimmer. Ich glaube, das wäre einfach wesentlich besser. Juti, also. Ihr fahrt dahin. Ihr werdet zwischendurch. Das ist ziemlich witzig. Ihr fahrt halt da in dieses generelle Künstlergebiet. Bla. Ihr seht halt schon, wie die Dinge sich verändern. Drohnen, besser gekleidete Menschen, unauffälligere, aber mehr Polizeipräsenz und sowas. Und die Bullen kauen auch nicht Kaugummi und rotzen irgendwelche Tabakfladen auf dem Boden oder so, sondern, ne, schön. Und dann fahrt ihr quasi in das bessere Gebiet und einfach nach 74 Sekunden direkt angehalten. Nicht angehalten, sondern Drohne kommt vorbei, will was hinsehen, scannt die kurz, alles safe. Achso, Waffen habt ihr klugerweise vielleicht einfach nicht mit. Nein. Aha. Außer Taser. Waffen Und haben wir nur die Taser dabei, genau. Yoshi. Und dann Jojo seid hat ihr nur da. das Pfefferspray mit. Oh. Warum kein Taser? Weil weil Kaban einen Taser hat und Pfefferspray besser ist für eine Dame. Nee, ehrlich gesagt nicht. Okay, Stell dir dann hat mal sie den vor, die Taser mit. Dose geht auf und du sabberst dir alles darüber und ein Taser ist Ah, halt das ist effektiver. allerdings richtig. Das wissen auch die feinen Leute, dass so ein Taser einfach Okay. besser ist. Okay, dann Taser. Ich dachte, es wäre damenhafter. Ich denke nicht. Die Außerdem Damen in ist sich den so eine Filmen Dose haben. vielleicht schlechter unterbringen als so ein Taser in der Handtasche. Im Handtäschchen. Im Handtäschchen, natürlich. Sie. Also Jojo ist noch ein kleines bisschen größer und ein kleines bisschen yuppiehafter. Das muss, sie darf ja. Ach ja, wird sie wenigstens. Sie hat ja auch Übung bekommen mit den hochhackigen Schuhen nochmal. Das Ja. war gut vor kurzer Zeit. Da kann sie jetzt Sehr einfach auch gut. mal befreiter ein bisschen laufen. Und hier kommt dann diese wunderschöne Musikschule an. Das ist Na, ein. zu hochhackig sind sie nicht. Ja, Also, aber halt mit Absatz. ein bisschen, ja. Ein barockes Gebäude mit Gargülen für den Simsen und so einem Gedöns halt. Lebenden oder Steingargülen? Macht doch beide mal Wahrnehmung und Aufmerksamkeit. Alles klar. Und Intuition. Bei Jojo sind das sieben Sieben. Würfel. Endlich mal bin ich wieder besser als du. Also jedenfalls, was die Würfel angeht. Ja, aber wir haben beide nur zwei Mua, Erfolge. mua, mua, mua. Es sind selbstverständlich keine Lebenden. Hätte er sein können. Ich glaube, da Ich kann müsstest auch du. auf Parazoologie würfeln. Es sind selbstverständlich keine Lebenden. Das wäre nicht so gut. Ich glaube, die Lizenzen kriegst du nicht mal. Aber Juti. Das glaube ich auch nicht. So ist es auf Nicht in jeden der Fall. Stadt.
Ach, übrigens, da das ja eine Person der Öffentlichkeit ist, hier übrigens das Bild von der Alten. Achtung, Sie sind dabei, einen externen Link zu öffnen. Weiß auch nicht, warum TeamSpeak jetzt immer irgendwas macht. Das Bild ist schon so gewählt, weil ich das so wollte. Sie hat die Ohrringe, müsstest du vielleicht hier wegdenken. Die Trollin hat sich diese ganzen Knochenauswucherungen abschleifen oder anderweitig entfernen lassen, damit sie weniger aussieht wie eine Trollin. Was halt immer noch doof ist, weil sie einfach ein bisschen groß ist und ein bisschen breit und generell ein bisschen unförmig mit so langen Armen. Aber, Und weißt Hörner auf dem Kopf, aber. du, ja, Hörner, aber ich meine, das sind ja auch kleine, niedliche Hörner, obwohl das auch keine normalen Trollhörner sind, die sind bestimmt auch irgendwie noch modifiziert. Sieht halt einfach nicht aus wie der typische Troll, wo du dann denkst, das ist nichts für feine Gesellschaft. Oh, die ist aber noch jung. Das Bild lässt das erahnen, aber du befindest dich jetzt in einer gesellschaftlichen Schicht, wo das äußerliche Alter immer so eine Sache ist. Ja, okay, Obere das ist wahr. Mittelschicht, da lassen die Leute schon gern was machen. Da laufen die halt die Bonzen rum. Ja, also wir gehen dezent nach da oben und Gut, ihr geht rein. Innen steht ein ich. freundlicher Mensch, der breitschultrig gar ohne Sonnenbrille euch freundlich zulächelt, begrüßt und dann bittet, sämtliche Waffen kurz abzulegen und durch diesen Metalldetektor zu gehen. Jojo begrüßt ihn, begrüßt ihn mit einem Lächeln, legt selbstverständlich sofort den Taser ab. Ja, Dito. Jutti, dann wird ja, die beiden Waffen natürlich einschließen und euch dann eine Karte geben, wo, damit ihr sie beim Gehen wieder abholen könntet, denn ihr werdet die natürlich in diesem Hause nicht benötigen. Natürlich nicht. Selbstverständlich. Natürlich nicht. Dahinter ist Sehr dann schön. halt Rezeption. Rezeption. Und es scheint ziemlich gut schallgedämpft zu sein, die ganzen Räume, oder schallisoliert eher, weil ihr hört keine Mucke. Außer Sehr natürlich geil. die vom Foyer, die natürlich eingespielt wird. Freundlich, ruhig, klassisch, atmosphärisch. Der Ach, du gute alte toll. Ludwig van. Der gute alte Oh. Ludwig van. Der gute alte Ludwig van. Ah, Jojo muss gerade an die Drugs denken. Was? Spielen Sie zufällig Freude schöner Götterfunken? Ich habe gesagt, ruhig und atmosphärisch. Na gut. Wir wurden beim Foltern nicht mit klassischer Musik betütelt, ne? Nee. Nein. Ah, anderer Charakter, sehr gut. Ich musste gerade kurz überlegen, so Scheiße, Flashbacks, hab ich sowas? Ich würde euch nie mit klassischer Musik foltern. Ja, das Weißt du, war nicht warum so Jojo bei schön. dem scheiß AR-Spiel keine Spiele haben wollte, wo sie irgendwelche komischen Todesschreie hört? Ah, Ihr wurdet richtig. mit der Wiedergabe eurer eigenen qualvollen Schreie gefoltert. Mitunter. Richtig. Da war was. Sehr Da gut. war was. Ja, das war sehr gut. Ja, nee, weil klassische Musik ist bei anderen Charakteren von mir irgendwie ziemlich raus gerade. Easy. Das habe ich vorhin vergessen. Sie ist, als die Frau geschrien hat, dezent zusammengezuckt. Ah, okay. Das habe ich vorhin vergessen zu erwähnen. Verzeihung. Verzeih dir. Gut, das ist eine Rezeption. Dort sitzt Ja. vermutlich jemand. Ja, ein junger Mann, Pferdeschwanz, elf. Für einen Elfen sehr unreine Haut, jetzt nicht direkt picklig, aber einfach so. Wie ist seine Frisur? Bitte? Und wie ist seine Frisur? Er hat einen Pferdeschwanz, das hat der Spielleiter Aber gerade er hat gesagt. selbstverständlich keine fettigen Haare oder so ein Scheiß. Er ist halt schon ein geprägter Typ, der kann ja nichts für seine Haut. Du hast den Witz daran vergessen, verpasst. Dicker Penis! Hier. Das war niemand übersteuert. Aber es war nötig. Juti. So, Moment, die Jojo, Pan. du merkst die Vibrations von ihm. Was heißt, ach so, hier, Magic. Nee, er ist sexuell sehr attraktiv. Nein, natürlich Magic. Entschuldigung. Ich wollte das nur immer mal gesagt haben. Entschuldigung. Easy. Sie, nimmt es wahr, zeigt aber nicht, dass sie es wahrnimmt. Also sie würde jetzt nicht sagen, hey Kollege, sowas Mach doch passt bitte nicht. erstmal bei der Etikette, also Gebräuche. Bei Finde Jojo dürften das 7 Würfel sein oder 8. ich sollte einen Bonus dafür kriegen. Wieso? Mittlerweile. Oder ich muss es steigern, weil ich so gut war beim letzten Mal. Warte, ich hatte
Gebräuche 3, Charisma 7 Würfel habe ich. Das war eine unausgesprochene Aufforderung an mich zu würfeln. Ja, selbstverständlich. Naja, von mir sogar ausgesprochen, weil ihr beide würfeln sollt. 7 hast du, ne? Ich habe 7, ja. Gebräuche. Ich bin super. Geht auf Charisma, ne? Ja. Natürlich. Ich war gerade kurzzeitig in Gedanken. Ich muss mich entschuldigen. Ein Problem, meiner. Er war noch beim guten alten Ludwig van. Ja. Ich habe natürlich richtig gut für uns gewürfelt. Gebräuche kann ich würfeln. Ja. Ich Wenn ich habe jetzt noch immerhin einen Kampf Erfolg. ausbrechen lasse, dann hast du gleich beim ersten Mal 8er-Folge, oder? Easy. Läuft. Wenn das jetzt ein Kampf über wäre, siehst du. 4-3. Alles Wäre viel klar. cooler Easy ist gewesen. aber nicht. Oh. Beauty. Dann kann man, das Ding ist einfach, die Decken sind so hoch und da ist einfach so viel Ornament und Schmuck. Das heißt, man könnte schon mal kurz sich wundern oder staunen. Das macht man natürlich einfach nicht. Das ist das, was Julio bemerkt. Der macht jetzt, es ist halt nicht, Karman ist ja halt nicht dumm, der stellt sich ja nicht hin, greift sich an den Sack und sagt, ey, alter, geile Bude hier, Junge, boah. Aber ne, das ist halt eher so das kleine Zeichen. Sie Und dass stößt er ein bisschen breitbeinig dasteht. So. ihn dezent an, Was? während sie neben ihm geht. Was ist? Was ist? Ich glaube, dein Comlink hat gerade geklingelt. Ich zieh meinen Comlink raus und guck drauf. Nee, da hat nichts geklingelt. Okay. Dann muss ich mich vertan haben, entschuldige bitte. Kein Thema. Ich guck dich fragend an. So, der Typ hat bestimmt ein Pan offen. Also hat Jojo irgendwie das Gefühl, dass sie sich ungeschickt verhält oder geht's noch? Alles, also ich meine, ist schon okay. Okay. Ja, sie geht auf diesen Menschen zu. Er hat bestimmt irgendwo einen Namen offen. Ja, Und? aber erstens, die beiden Typen haben ihr Pan nicht öffentlich, was ja schon mal, also das ist ja wirklich unfein. Ja, okay. Und ihr habt dort keine Monitore oder so ein Shit, es gibt dort AR, aber die ist echt spärlich. Und der Name ist tatsächlich noch, mit so einem hässlichen Holzschild steht der vor ihm. Das kann man nicht mal aus 10 Meter Entfernung ranzoomen. Also könnt ihr schon mal, ihr solche Augen habt, aber das ist, also, unverschämt. Juti, wir haben unsere Pans trotzdem offen, weil es einfach in dieser, weil wir nicht genau wussten, ob das da in Ordnung ist, beziehungsweise weil es in dieser Gegend eigentlich gewünscht ist. Ja. Aber da wir eh nur die Pants von den Sins offen haben, ist das auch in Ordnung. Gut, Richtig. er hat aber einen Namen. So. Gab es irgendwo in dieser Musikschule schon mal einen Hinweis auf diese Mascha? Stand ihr Name vorne dran, irgendwo hier als Lehrerin, sodass Naja, wir sie die auch ist die so Chefin, der ansprechen? Name steht vorne dran. Alles klar. Gut, dann wird sie jetzt zu diesem Elfen hingehen, dessen Namen ich nicht genannt werden darf. Gabriel Fyodorov. Fyodorov. Fjodorow. Ja, sie geht freundlich lächelnd zu ihm hin. Guten Abend. Guten Abend, was kann ich für Sie tun? Wir würden gerne mit Frau Dvorka sprechen. Das, eine Sekunde bitte. Hatten Sie einen Termin mit ihr vereinbart? Nein, hatten wir noch nicht. Wenn das notwendig sein sollte, dann würden wir das jetzt gerne tun. Gut, ich werde mal kurz nachsehen. Mit welchem Anliegen, wenn ich fragen darf? Einem geschäftlichen. Einem geschäftlichen. Möchten Sie hier Unterricht nehmen? Ja. In welcher musikalischen Richtung? Also erstmal instrumental oder gesanglich? Gesang bitte. Wer von Ihnen beiden? Sie schaut in Richtung Kaban. Herr, setze hier Name seiner Sinn ein. Ich nicke ihm zu. Haben Sie bereits Vorerfahrungen gemacht auf dem Feld oder? Nur ein wenig. Nur ein wenig. Hatten Sie einen Lehrer oder waren Sie an der Schule irgendwie aktiv?
Privat. Privat bei einem Lehrer. Wissen Sie noch den Namen? Ich nenne ihn random einen Namen aus meinem Dorf. Sigi Knutbold. Nein, ich weiß, was du meinst. Gut, Sie möchten Unterricht nehmen. Da freuen wir uns natürlich sehr. Frau Wodka hat natürlich zur Zeit, also sie ist generell sehr ausgelastet. Ich hätte da einen Termin im September erstmal zur Vorstellung. Das wäre wie lange hin quasi, OT? Naja, seit dem, was hatte ich gesagt, Juni oder Juli? Juli sind wir. Ihr seid schon im Juli. 19. schon. Trotzdem wäre das sehr spät. Ach so, ja, das ist richtig. Richtig. Ich gucke ihn ein bisschen in Gästen an. Nun, ich hatte eigentlich gehofft, dass ich nur ein kurzes Wörtchen vorher mit ihr sprechen kann. Relativ sie ist Zeit, zurzeit ne? sehr ausgelastet. Das tut mir wirklich leid, gerade wenn Sie Unterricht nehmen möchten. Ich denke, dass sie sicherlich Gefallen an unserem Angebot finden wird. Deswegen wäre es nett, wenn sie auch kurzfristiger einen Termin hätte. Ja, was, ich bin etwas verwirrt, entschuldigen Sie bitte. Welches, also ich meine, wir haben ja festgesetzte Preise. Ich hoffe, die kennen Sie. Die sind üppig, tatsächlich. Deswegen weiß ich, was für Sie ein Angebot Sie meinen. Das besprechen wir dann mit der Chefin. Ja, natürlich ist es so, dass wir keinem aufgrund irgendwelcher monetären Vorzüge Vorrang geben. Ich denke, da verstehen wir uns. Wenn Sie Ihr Angebot etwas umreißen könnten, könnte ich Sie natürlich trotzdem fragen. Er zwinkert, natürlich werden wir niemandem den Vorzug geben. Kaban kriegt jetzt eine Kommunikationsschaltung. Wie viel bist du bereit, ihm zu zahlen? Tausende. Also ungefähr ein Tausender bin ich bereit. Das passt schon. Habt ihr euch vorher mal durchgelesen, was die so nehmen pro Stunde? Nö. Okay. Doch, mit Sicherheit. Ach so. Das muss doch da stehen irgendwo. Ja, natürlich. Ja, deswegen, da hat Jule lächerliche schon 800 Nuyen für den fortgeschrittenen Kursanfänger macht sie natürlich nicht, das macht ein Kollege von ihr. Und 1200 für den Profikurs. Ja, also 2000 Nuyen. Sagst du ihm das oder? Nee, das schreibe ich erstmal Jojo. Achso, okay. Werden solche Belange jetzt hier mit Ihnen geklärt? Sie schaut etwas skeptisch. Na, es ist ja so, dass ich ihr nennen müsste, was Sie vorschlagen, damit sie dann darüber befinden kann. Ich weiß, es ist ja ihre Zeit, die sie letztlich opfert oder anders nutzt, als sie vielleicht bisher dachte. Ich bin ja nur jemand, der quasi der Bote, wenn Sie so wollen, ja? Nun, ich hörte von einem gewissen Herrn Doktor, mir fiel jetzt der Nachname nicht ein, Phil hieß der, glaube ich, mit Vornamen, dass es hier sehr super, sehr gut sein soll. Ich würde das gerne mit ihr diskutieren, wenn sie ihr das so ausrichten würden. Seine Lippen kräuseln sich etwas. Nun. Jojo schreibt, Kaban, steht dein Angebot trotzdem noch? Ich denke, dass wir da trotzdem hören. Es ist gut möglich, dass wir in diesem Fall vielleicht doch auf einen noch späteren Termin zurückgreifen.
Das Vielleicht wäre. überlegen Sie sich nochmal, ob Sie wirklich diese Schule in Anspruch nehmen möchten oder sich eine andere für Sie bietet. Oh, es gibt schon einen Ich Grund, möchte Sie auch darauf hinweisen, dass sich nun langsam die Zeit nähert, da wir schließen. Jojo guckt Gaban böse an. Machen Sie sich darüber keine Sorgen. Es gibt schon einen sehr guten Grund, weshalb wir zu Ihnen gekommen sind Oh, und das nicht kann ich mir dorthin. vorstellen. Ich habe das durchaus verstanden. Es wird Zeit zu gehen. Das ist sehr schade. Es wäre sehr lukrativ für euch Auf gewesen. zweierlei Arten und Weisen. Nun gut, Er dann. scheint jetzt kurz etwas verwirrt. Flumi, hast du verstanden, was hier passiert ist? Naja, hat uns falsch verstanden. Naja, der hat gedacht, oh, der Dr. Phil schickt die und die soll jetzt ja Stress machen und mich einschüchtern. Naja, eben deswegen meint Jojo auch gerade, das wäre auf. Wir wären wahrscheinlich auf zwei verschiedene Arten miteinander übereingekommen. Aber gut, wenn Sie Das hat kein er nicht Interesse gerafft. daran haben. Bitte? Das hat er nicht gerafft. Deswegen hat sie das jetzt nochmal gesagt. Und ich habe Das ihm rafft gesagt, immer das noch wäre nicht. sehr lukrativ für die gute Dame gewesen. Das hat er jetzt anders verstanden. Mit dem Ding halt, weil er erst dachte, du bist ein einschüchtern, hat er das jetzt anders verstanden. Aber ist egal, easy, es macht Spaß. Also mir. Nun, ich glaube, Sie haben mich gerade missverstanden. Ich hoffe, dass Mit Sie. Sicherheit sogar. Ich denke. Wir halten genauso wenig von dieser Person wie Sie, deswegen sind wir hier hingekommen und nicht dorthin. Ah. Gut. Es wird jetzt Folgendes passieren. Sie setzen sich doch bitte einfach. Ich werde Ihnen auf Wunsch Kaffee, Tee, irgendetwas bringen. Und wenn Frau Dwodka dann später noch Zeit findet, wird sie zu Ihnen kommen. Ansonsten werden wir schließen. Gut. Gut. Möchten Sie Kaffee, Tee? Danke, nein. Danke, nein. Er würde lächeln, euch dann die Sitzplätze weisen und sich dann kurz erheben und davongehen. Gott, war der schwer von Begriff. Hey, 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 hey. Hätte es auch Ja, was? andersrum vermuten können. Naja. Naja. Also, ich finde, unsere Aussagen waren zweideutig eindeutig. Ich finde, Kabans Aussage war eindeutig und du hast danach irgendwas Komisches geredet, was keinen Sinn ergeben hat. Na doch, klar hat das Sinn ergeben. Ich denke, wir wären auf zweierlei Arten übereingekommen. Na Was soll klar. mir das sagen? Sowohl finanziell als auch in Anbetracht dieser Angelegenheit. Alles klar, das ergibt null Sinn. Das hätte genauso gut sein können. Also, nee, es ergibt schon Sinn, aber es hätte genauso gut sein können. Ja, wir können auf zweierlei Arten übereinkommen. Entweder wir schnetzeln dich ab oder du gibst uns, was du willst. Und wir sind voll von Dr. Philphil, bruh. Weißt du? Alter. Na, entschuldige bitte. Naja. Entschuldige bitte. Naja, Entschuldige ich bitte. bin nicht Ich hätte überzeugt. fragen Bist müssen, nicht wie der überzeugt. Stümper nochmal hieß, dieser Doktor Phil. Baryshnikov! Also, ne, so von wegen so, ich hätte das anders formulieren müssen, ja. Ich wollte aber auf jeden Fall den Namen reinwerfen, damit ich auf jeden Fall wissen, dass wir nicht zum Singen da sind. Ist ja okay. September wäre halt ein bisschen spät gewesen, sag ich mal. Ja. Juti, ihr sitzt da, es sind wirklich die bequemsten Sessel, in denen ihr jemals sitzen durftet. Lass mich das kurz durchdenken. Ja, das sind sie. Memo an Jojo, nachts so einen Sessel klauen. Oh ja, bitte. Das ist eine echt eine ausgezeichnete Idee. Juti, ihr wartet ein Möbelhaus, bisschen. in ein Möbelhaus einbrechen und Sessel klauen. Nein, nein, wenn dann hier. Dann kommt so eine mäßig talentierte Klavierbumse raus. Also die da lernt. Und dann noch so ein paar andere Typen, die ganz toll sind. Dann kommen da ein paar Lehrer raus und verschiedene Zimmer. Verabschieden sich in verschiedene Zimmer und so weiter. Und dann irgendwann wird die Trollette rauskommen. Auch in einem schönen Kleid. Das ausgezeichnet, das völlige Fehlen ihrer Taille betont. Sehr schön. Also eher Ja, unpassend. das kommt drauf an, vielleicht findest du das ja auch schön. Was weißt Ja. du von den Vorzügen von Trollen? Das ist wahr. Durch auch mit einem breiten Lächeln quasi. Jojo lebt mit einem zusammen, die müsste es wissen. Das ist ein Mann. Stimmt.
Wir haben keine Ahnung von Vorzügen. Und, ja, genau. Guten Abend. Ich hätte gehört, guten, Sie guten möchten Abend. Eventuell nochmal mit mir sprechen. Ich hätte noch, ich könnte noch ein paar Minuten erübrigen, wenn Ihnen das recht ist. Gerne. Das wäre sehr freundlich von Ihnen. Dann kommen Sie doch einfach mit. Sehr schön. Oh, sie geht auf. Dann in Ihr Büro. Und läuft weiblich hinter ihr her. Hier muss sie immer weiblich laufen. In solchen Gegenden. Du bemerkst, dass das vollkommene Fehlen ihrer Taille nichts damit zu tun hat. Also nee, dass du trotzdem weniger weiblich läufst als sie. Das dachte ich mir. Was dabei hat nicht, sie mir so viel nicht, beigebracht. Was nicht 100% an deiner Unzulänglichkeit liegt. Denn Kaban würfelt ja ab jetzt gut. Das heißt, wenn ich es drauf ankommen lese, wärst du gut. Sondern darauf, dass sie halt einfach die weiblichste Trollin ist, die du je gesehen hast. Dafür bin ich der männlichste Ork. Das war nicht zu bezweifeln. Oh ja, ich laufe auf jeden Fall sehr männlich hinter ihr her. Nein, bitte nicht. Oh ja. Kann ich mir vorstellen. Also wenn Jojo das mitkriegt, dann kriegst du einen Smiley, der sich die Hand vor die Stirn klatscht. Du meinst so schön mit so ein bisschen angewinkelten Armen und dann so einen richtig schönen Halbkreis beschreiben mit deinem Oberkörper? Nö, so als wenn es mir scheißegal ist, was ihr da drüber laufen. Hände in Hosentaschen. Sehr gut. Ihr findet euch halt dann so. Also in ihrem Büro, was von einzelnen dezenten, aber offenbar interessanten Kunstwerken geprägt ist, sowie irgendwelchen kleinen Porzellanfiguren und anderem Gerümpel für reiche Leute. Der Troll im Porzellanladen hat was. Ja, tatsächlich. Die hat auch so einen riesigen Tisch da drin, der relativ wenig Platz bietet dann zwischen Tisch und Regal und so. Eigentlich müsste die, wenn die sich dahinter setzt, einfach alles umrunzen, wenn man so den typischen Troll in seinem Bewegungsradius sieht. Aber die ist ja offenbar da drin geboren und bewegt sich wie ein Troll im Porzellanladen, aber so, dass nichts schon kaputt geht, denn offenbar ist nicht versichert. Easy. Sehr gut. Dann lässt sie sich nieder, schlägt die Beine übereinander und lächelt freundlich, nennt sich zurück. Das tut Jojo ebenfalls. Wie schön. Ja. Ich setze mich auf den Sessel. Auf den Stuhl oder wie auch immer. Irgendwohin. Sessel natürlich. Sehr gut. Was kann ich denn für Sie tun? Nun. Ich bräuchte etwa. Sie können hier gern offen sprechen. Ah, sehr gut. Es ist nicht so ganz meins. Und zwar gibt es einen gewissen Doktor. Und. Ich hörte, wir beide sind nicht unbedingt die besten Freunde von diesem Doktor. Ich hege keinen persönlichen Groll. Aber einen geschäftlichen, wenn ich das richtig verstanden habe. Das könnte man so sagen. Sehen Sie, er scheint etwas mit Leuten zu tun zu haben, gegen die ich auch einen gewissen geschäftlichen Groll hege. Von daher könnte sich eine Zusammenarbeit für uns eventuell lohnen. Welchen Geschäften gehen Sie denn nach? Den, die man mir gibt. Meistens. Mhm. Was haben Sie denn dann für einen geschäftlichen Groll? Er hat Leute beliefert, die auf meiner Abschussliste stehen. Das betrachte ich tatsächlich als wenig geschäftlich. Mhm. Was für Leute? Das ist erstmal irrelevant. Es ist tatsächlich nicht irrelevant. Söldner. Welche? Ich meine, es gibt sehr viele verschiedene Gruppen. Es gibt auch nicht Gruppen, sondern Einzelpersonen. So wie Sie es beschrieben eine, haben, würde ich sie auch als Söldner bezeichnen. Bitte? Es ist eine größere Gruppe. Das hilft mir nicht. Jojo, schreib Kaban klare Worte jetzt. Oder wie heißen die Dinge? Wie heißen die Typen? Ich habe das nämlich Ote schon wieder vergessen. Die fünfte Kolonne. Ja. Ich wollte es jetzt auch gerade auch wieder auf Russisch sagen, weil mir kam es auf Russisch hier. Die fünfte Kolonne. Ja, fünfte Kolonne. Sagt Kaban das? Ja. Okay. Sie nickt ihm zu. Okay. Und wie haben Sie sich dann jetzt
vorgestellt, dass wir beide von ihrem persönlichen und meinem geschäftlichen Groll profitieren. Nun, vorerst würde ich gerne mit ihm reden und wenn... Mit Dr. Pfiffel? Nein, ja, ich will erstmal mit ihm reden und gewisse Informationen aus ihm rauskriegen. Wenn ich da etwas für sie tun kann, nebenbei, bietet sich das natürlich an. Ich werde in keiner Weise persönlich gegen diesen Mann vorgehen, weder physisch noch psychisch noch in irgendeiner magischen Art. Ich werde nichts Persönliches von ihm hacken lassen oder dergleichen. Und ich würde Ihnen dringend raten, dass Sie das auch nicht versuchen. Inwiefern? Ich denke, das ist hohes Risiko, wenig Gewinn. Außerdem ist er in Bezug auf die Söldner, die Sie jetzt erwähnt haben, kein großer Fisch. Er gibt Ihnen zum Teil ein paar Aufträge, das tun viele andere in viel größerem Maßstab. Er beliefert Sie mit wenigen Waffen, soweit ich das weiß, mit kleinen Waffen, kleinkalibrig. Da sind andere auch viel extremer. Wenn Sie einen persönlichen Groll gegen diese Söldner haben, bringt Dr. Philfil Ihnen herzlich wenig. Ich nehme Ihre Aussage, dass Sie weiterführende Informationen darüber haben. Ja. Was kosten diese Informationen? Ich möchte ganz offen sein und Ihnen sagen, dass ich nicht sicher bin, ob ich die Ihnen geben möchte, egal zu welchem Preis. Ich kenne Sie nicht. Ich nehme an. Ich weiß nicht, was Sie getan haben, in der, wie, welchem Level Sie arbeiten. Sie sind hier, das ist schon mal eine Aussage, aber dennoch. Ich weiß nicht, wer, mit wem sie sich vielleicht verscherzt haben. Ich weiß nicht, mit wem sie sehr viel zusammenarbeiten, wen sie ihren Freund nennen. Und ich weiß nicht, was sie tun, wenn ich ihnen Informationen über diese Söldner gebe, die vielleicht sie und am Ende mich gefährden und die einfach Probleme nach sich ziehen, mit denen ich mich zurzeit einfach nicht beschäftigen möchte. Dann stellt sich, denke ich, erstmal die Frage, was für Sie notwendig ist, um ein gewisses Vertrauensverhältnis aufbauen zu können. Es wird wahrscheinlich Zeit brauchen, das ist klar, wieso Sie überhaupt ein Interesse daran haben. Mhm. Das ist sehr richtig, das ist schon mal die erste wichtige Sache. In welcher Funktion oder mit welchem Ansinnen sind Sie genau hier? Sie ist eine Geschäftspartnerin von mir. Und Sie sind in der Funktion als Geschäftspartnerin jetzt hier. Gut. Dann hätte ich natürlich gern die Namen, mit denen Sie sich in einem Umfeld bewegen, das mich dann interessieren könnte. Ich meine, das sind garantiert nicht die Namen, mit denen Sie sich hier vielleicht vorgestellt haben oder die ich jetzt sehen kann. AKA, sie meint jetzt unsere Shadowrunner-Namen. Ja, sie meint die Straßennamen, natürlich. Sissi. Ja. Nun, man kennt mich unter dem Namen Carbon. Ich gucke Jojo an. Weil ihren Namen werde ich nicht verraten. Ja, sie hatte sich, glaube ich, beim Johansson immer als Marshmallow vorgestellt oder er. Ja, wir haben es halt nie durchgezogen, aber ich habe es immer mal versucht, ja. Ja, ist die Frage, ob das so. Du hast es manchmal verkackt, er hat es bisher, also ich habe wirklich drauf geachtet, er hat es eigentlich immer bisher durchgehalten, glaube ich. Außer vielleicht ganz erstmal. Na, also manchmal hat es auch hey, verkackt, glaube ich. Hey. Dann wird sie ja diesen Namen nennen, ja. Agathe übrigens, ne? Mhm. Gut. Ich werde mich schlau machen. Und ja. Dann werde ich nochmal sehen.
Ich kann Ihnen darauf jetzt keine Antwort geben. Sicherlich okay. nicht. Tun Sie, was Sie für richtig halten. Was wir Ihnen anbieten können, ist Ihnen eine Nummer zu hinterlassen, unter der Sie uns erreichen können, wenn Sie sich entschieden haben. Oder wenn Sie etwas gefunden haben, was Ihr Vertrauen eventuell in uns steigern könnte. Okay, das meinte Jojo damit. Oh. Es würde mir helfen, wenn ihr euch mal die Augen verbinden lässt und mit auf dieses Dach kommt. Was sorgt denn dazu, Leute? Ja, das wäre natürlich sehr hilfreich. Gut. Jojo gibt ihr quasi die Geschäftsnummer in Anführungsstrichen. Und erhebt sich dann. Wie genau sind Sie auf die Idee gekommen, gerade in dieser sicherlich sehr ordentlichen Musikschule nach solchen Dingen zu fragen? Man hörte Geschichten. Das ist nicht sehr vertrauensförderlich, diese Aussage. Ich weiß, dass es sicherlich immer sehr sinnvoll ist, vorsichtig mit Informationen zu sein, aber... Jojo meint wieder über die Comlink-Schaltung klare Worte. Und schaut sie dann an und meint, wir sind über einen kleineren Fisch quasi, über Comlink-Nummern an, haben wir nach dieser Person gesucht, um Informationen zu bekommen. Und diese Person, die das gemacht hat, ist dabei auch zufällig über sie gestolpert. Sehr ärgerlich. Okay, vielen Dank. Die Nummern, die Sie da verfolgt haben. Ja. Ja. Es ist möglich, dass ich die bekomme. Ja, sicher. Selbstverständlich. Ich würde mir das 400 Yen kosten lassen. Wir hätten lassen sogar... Sie das als Wiedergutmachung für diese Störung. Ich ziehe dir... Jojo meint zu Kaban, Junge, du hast eine Adresse, du hast die Ergebnisse der Hackerin schon. Wir können da eh nicht hin. Und? Es könnte sein, dass sie das vielleicht gerne hätte. Das nimmt ihr mit Sicherheit Arbeit ab. Ja, also, das ist eine gute Idee. Sie können gerne die Nummer natürlich von uns erhalten, ist kein Problem. Wir hätten auch noch die dazugehörige Adresse, wo aus operiert wurde, wenn Ihnen das Sie das interessiert. Ja, wenn Sie mir jetzt noch sagen könnten, was Sie eigentlich genau über mich und diesen Ort hier erfahren haben, von Ihrer Geschäftspartnerin da, Geschäftspartner, dann wäre das quasi das Schleichen. Nur, dass Sie in Konkurrenz zu dem Herrn Doktor stehen. Diesem Doktor oder was auch immer er ist, stehen und dass Sie wohl diese Musikschule hier leiten. Vielen Dank, gut. Dann danke ich Ihnen recht herzlich. Ich werde mich melden. Gut. Ja, ich ziehe ihr quasi die Informationen zu dem Typen und alle Nummern und so weiter auf den Datenchip und lege ihn das hin. Juti. Sie nimmt ihn natürlich, zieht sich die Daten runter, gibt ihr den Chip wieder. Damit du nicht so ein armer Ork wirst. Jo. Dann erhebt sie sich, streicht ihren Rock glatt und dann hast du so eine riesen Pranke, die quasi so abgewinkelt sich vor dir in die Luft erhebt nach dem Motto Handkuss für die Trollen. So unwillkürlich. Sie macht das jetzt nicht irgendwie, das ist ja einfach so gewohnt, dass die Dame, ne? Du kannst ja auch die Hand schütteln, das ist... Oh, ja, ich muss... Außerdem haucht man diesen Kuss nur auf. Man ja, natürlich die Hand macht man nicht das. Jojo schreibt ihm das auch. Nur aufhauchen, nicht direkt kurz. Ich habe 3 Erfolge, ich weiß das. Easy. Ich muss erst mal Etikette bei Bitches würfeln. Weißt du doch Bescheid, Kaban. Das musst du doch nicht würfeln. Jojo schreibt es dir trotzdem, weil sie nicht sicher sein kann, dass du das weißt. Ich hauche ihr diesen Kuss auf.
Das Schöne ist ja dabei, dass zwei der Finger oder drei der Finger ungefähr so groß sind wie dein Gesicht, also so breit. Das sieht einfach super aus. Ja. Sie verabschiedet sich dann bei Jona natürlich eher mit so einem Fingerdruck. Ja. Und, ja. Easy. Wir verlassen dieses Etablissement. Kerban sagt zu der Hackerin im Gespräch, ne? Naja, ich mag halt ja eine klare Ansagen, meine. Sie sagt. Ich nicht so. Also, schon ziemlich dämlich. Aber viel witziger ist dann Kerbans Aussage in Bezug darauf, wie er sich später bei Tante Trollette verhalten hat. Klang nicht nach einem Ork klarer Worte. Enttäuschend, aber na gut. War ja auch eingeschüchtert. Immerhin war die so schön. Und da war halt, der hatte das Zelt halt aufgestellt gerade und da fehlen einem auch manchmal die richtigen Worte. Das ist einfach so. Ansonsten. Genau. Ansonsten ist es so, dass die nächsten beiden Folgen, das sind dann diese Zwischenfolgen, also wo ich halt zwischendurch übelst lange weg war und deswegen haben wir da nichts Weiterführendes zu der Geschichte gemacht, sondern ein sehr adrettes, sehr schönes, tatsächlich wirklich auch sehr herzerweichendes Zwischenspiel mit, ja, oh, naja, das, also ich find's gut. Genau. Ansonsten war da noch irgendwas, aber eigentlich nichts mehr. Die Musik ist von German Shepherd. Scheiße. Auf dem Album Great Style, das sieht es ist Russian Style. Alle rechtlichen Informationen sonst in der Videobeschreibung und die Trollette, also die Agathe, die müsste auch als Link in der Videobeschreibung sein. Genau. Ansonsten, nee, das war's jetzt wirklich. Ich wünsche euch eine erfolgreiche Woche und bis zum nächsten Mal.